Namaste, Namaste, herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 1. Dezember bereits 2022, auf dem KIMI-Report der Geschichte hinter der Geschichte. Schön, dass ihr bei uns seid, zuerst in eigener Sache. Am Sonntag, Rapperswil bei Bern, die erste Retrospektive. Um 11 Uhr der Brunch ausverkauft, um 13.15 Uhr das Kabarett, da hat es noch ein paar Tickets. Ich wurde von Bruno, dem Veranstalter, gebeten, darauf hinzuweisen, dass der Ochsen liegt ja gleich neben der Kirche und es ist Sonntag und in der Kirche gibt es auch einen Event. Also der Ochsen hat nicht so viele Parkplätze und insbesondere diejenigen, die zum Kabarett kommen, also nicht zum Brunch, unbedingt den Parkplatz bei der Schulanlage benutzen. Am besten alle, das ist in einer kurzen Gehdistanz zum Ochsen. Also Parkplatz nicht beim Ochsen, sondern bei der Schulanlage benutzen. Diejenigen, die den Newsletter von uns abonniert haben, die haben dort noch auch eine wunderbare Planskizze drauf. Also so viel zu dieser Parkplatzgeschichte an einem Sonntag auf dem Lande. Ich freue mich sehr, habe viel gebüffelt jetzt und ja, noch ein paar Übergänge feinschleifen, aber ich habe ja noch fast drei ganze Tage und das ist ja noch sehr viel. Der Aufreger des Tages heute war bestimmt das Urteil gegen den Präsidenten von Maßvoll, Nicola Rimoldi. Maßvoll für die Deutschen und Österreicher, das sind die mit den lilafarbenen Ballons und Transparenten, eine eher junge Organisation aus dem Widerstand, und er wurde verurteilt heute. Er hat mir das Verdikt, das den Urteilsspruch geschickt, und da muss ich kurz aufs Handy gucken. Also er ist als schuldig befunden wegen des Nichttragens einer Hygienemaske am Bahnhof. 28.12. in Luzern, des Missachtens von Anordnungen des Sicherheitspersonals in Luzern, dann mehrfache Nötigung, was immer er da auch und wen er genötigt hat, der mehrfachen Teilnahme an einer unerlaubten oder unbewilligten Demonstration, der Störung des Polizeidienstes sowie der Hinderung einer Amtshandlung nach 286 Strafgesetzbuch begangen am 13.10.2021 in Luzern. Das Verdikt ist happig, 100 Tagessätze à 120 Franken. Allerdings bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren und dann die ganzen Verfahrenskosten, Vorverfahren, Gerichtsgebühr, Buße, schlappe 4.520, die sind natürlich zu bezahlen. Ein heftiges Verdikt, und man sieht, das ist dieser Tage gesprochen worden. Es gibt also immer noch Urteile wegen unter anderem auch Maskendelikte. Eine Kollegin von mir, Berufskollegin, die ich nicht namentlich nennen möchte, wird morgen verhört wegen eines offenbar ungerechtfertigten Zeugnisses und getrennt von dem Patienten oder der Patientin, also zeitlich und räumlich getrennt. Ich weiß nicht genau, wie man unter diesen Kautelen von Amnestie sprechen kann. Vielleicht gilt ja die Amnestie auch nur für die eine und eben nicht für die andere Seite, denn ihr wisst ja, wenn zwei dasselbe tun, ist es nie das Gleiche. Also das ist meine sehr banale Auffassung einer gewissen Rechtsgleichheit, dass wenn Amnestie, dann aber bitte für alle. Und ich bin der Meinung, bei den einen wären es deutlich mehr amnestische Gefühle nötig als für die andere Seite. Ihr könnt ja selber auswählen, welche ich da meine. Gerne die Kommentare in der Kommentarbox. Hier auch der Hinweis, dass wir ein großes Thema
das im Rahmen der Agenda 2030 auch immer mehr diskutiert wird, sehr offen diskutiert wird, also nicht mehr hinter irgendwelchen Thinktanks, dicken Türen und Vorhängen. Das ist die, wie viele Menschen, die Anzahl der Menschen auf dem Planeten. Wir haben ja die 8 Milliarden Grenze geknackt. Wie viele verträgt das? Das wird immer offener diskutiert, auch von Mainstream-Medien. Und wir diskutieren auch darüber auf unserem Partnerkanal. Ihr wisst wo, ihr findet den Link direkt unten in der Beschreibung. Also ein sehr spannendes Thema mit auch Auszügen aus ORF und Guardian zum Beispiel. Also Mainstream-Medien, wie die mit dieser Thematik umgehen. Jens Spahn, wenn ihr euch noch erinnern mögt, von der CDU, er war ja der deutsche Gesundheitsminister vor der Bundestagswahl 2021, wurde dann abgelöst im Rahmen dieser ganzen Ampelregierung, die sich gebildet hat, von Karl Lauterbach. Und er hat ja schon im August 2020 etwas Interessantes gesagt. Ich bin auch immer wieder mal darüber gestolpert und auch gestoßen, habe es auch auf diesem Kanal schon mehrfach erwähnt. Er hatte damals gesagt, Zitat, wir werden einander wahrscheinlich viel verzeihen müssen in ein paar Monaten. Nun, da war er zu optimistisch oder zu pessimistisch. Aus diesen Monaten sind jetzt viele Monate, mehr als 2 Jahre geworden. In dieser Zeit hat man nicht nach Amnestie gerufen und er schreibt an einem Buch, oder es ist vielleicht schon geschrieben, das ist mir noch nicht ganz klar, um dieses Buch, mit seinem neuen Buch über das Verzeihen knüpft der ehemalige deutsche Gesundheitsminister Lauterbach-Vorgänger Jens Spahn an seine zu Anfang der Corona-Pandemie geäußerten Worte an. Ich habe sie zitiert, gemeint war damit, dass eine zuvor nicht gekannte Bedrohung zu drastischen politischen Maßnahmen führen werde. Im NZZ-Kommentar von Susanne Gaschke heißt es dazu unter anderem, Lauterbach, da wäre wirklich schwierig zu verzeihen, er habe sich als Zitat Dauermahner und Warner in den Talkshows des Landes festgesetzt und seine so erreichte Popularität genutzt, um ins Bundeskabinett und auch ins Bundesministerium als Gesundheitsminister zu gelangen. Ja, Lauterbach hat einen inoffiziellen Weltrekord aufgestellt in Talkshow-Teilnahmen und ich hatte phasenweise auch das Gefühl, dass er mehr in der Wohngruppe von Markus Lanz und Sandra Maischberger als sonst irgendwo wohnt. Naja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gespannt auf dieses Buch von Jens Spahn, weil das ist ja nochmals eine andere Etikette von Amnestieforderung und Verzeihensbedürfnis. Schauen wir mal, ob es wirklich rauskommt. Wenn ihr wisst, dass es schon draußen ist, also schreibt das auch in die Infobox. Und in diesem Sinne, schaut auch bei unserem Partnerkanal vorbei. Ihr wisst, wo unten ist direkt der Link zu einem sehr brisanten Thema. Ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Start in den neuen Monat. Weiterhin eine schöne Adventszeit und ich freue mich auf all diejenigen, die ich in Rapperswil sehen werde. Am Sonntag, spätestens beim Kabarett um 13.15 Uhr. Am 11. Dezember in Münchenstein, Basel, da hat es sowohl für den Brunch als auch für das Cabaret noch Tickets. Am 18.12. in Seon in der Conservi sind die Brunches auch ausverkauft. Noch ganz, ganz wenige Tickets für das Cabaret. Also jetzt ist wirklich now or never, bestellt die Tickets, wenn ihr kommen möchtet und es wird sich lohnen. Alles Gute, einen wunderbaren Tag. Amandla Avetu, mein Name, Marco Caimi, meine Zielgruppe ist und bleibt die der Aufgeweckten und die, die es noch werden wollen. Salut zusammen.